Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Ich habe mich mal ausgeruht und noch einen Auftrag angenommen, beziehungsweise Ideen mit dem Bot-Prototypen. Und ich habe mal diesen Freewheeler gebaut, der sich da selbst wieder auflädt. Okay, wir gehen mal auf den Freewheeler rauf. Und streckentechnisch habe ich gesehen, hier hat es da diese Straße, die werden wir, glaube ich, hier mal entlangfahren, solange es irgendwie geht, wenn das hier die Straße ist. Und unser Ziel selber ist da unten. Und wenn man hier schaut, da rechts hier, das ist ein großer Berg hier, also müssen wir eh da so ein bisschen entlangfahren. Granaten haben wir auch einiges mit. Oh, scheiße, hat der eine fette Batterie. So. Dann würde ich sagen, kommen wir mal auf Express. Dankeschön. So, aber auf die Bundesstraße hier. Es gibt auch noch eine Aufgabe, die nennt sich Straße erneuern. Ist auch hier in der Nähe. Aber ich weiß nicht, ob ich die machen will. Ah, das ist schon mega praktisch, dass man hier eine Straße gebaut hat. Ich frag mich, wie der Bau funktioniert, wenn man die erweitern will. Yeah, es fängt zum Regnen an. Sehr geil. Ah, da links wäre ein Stromgenerator gewesen. Easy going hier. Du hast gerade noch eine Pause gehabt. Was soll denn das? Ja, man denkt jetzt, wie lange wir da brauchen würden ohne der Straße. Nice. Cool, da war die Kreuzung hier. So, und hier hört der ganze Spaß auf. Und da hätte es sogar eine Brücke nach drüben. Wir schauen nochmal auf die Karte. Eine Brücke hier rüber. Ist das sinnvoll? Daumen nach oben. Oh, und hier ist schneller werden. Mules sind hier. Und was ist das da? Wer schläft, der stirbt. Ich weiß ja nicht. Ja, nehmen wir mal diese Brücke da. Okay, da gab es ein paar Daumen nach oben für das. Wow. Das, ja, nicht so geil. Von wo? Von da hinten? Okay. Ja, ihr kennt's mich mal. Ich fahr. Oh, shit. Ist es das da hinten schon? Deshalb sieht ganz so nach aus, ne? Okay, komm ich da irgendwie... Ah, fuck, ich muss erst scannen. Ja, da komme ich rüber. Komm jetzt! Sehr gut. Bald. Komme ich hier auch drüber? Ah, es ist gelb, aber geht noch. Komm. Aber eine Brücke nicht schlecht.
Ah, ich gehe mal davon aus, es wird vermutlich jetzt eine Straße auftauchen, wenn ich jetzt hier das hier angeschlossen habe. Dankeschön. Willkommen, Sam Porter Bridges. So, noch einmal parken, dankeschön. So, liefern. Angeforderte Fracht. Jo, bestätigen. Du bist also Sam Porter? Wir haben dich erwartet. Es hieß, du würdest doch bei den Bond-Tests helfen. Aber vorher wollen wir uns mal die Fracht ansehen. Wunderhübsch. Ich hab nichts zu beanstanden. Ja, würde ich mal hoffen. Boah, 1A Service da von mir. So, automatisch überspringen. 2, 3, weiter. Diese Bots funktionieren außerhalb des Netzwerkversorgungsbereiches nicht. Dann wollen wir das Verteilerzentrum mal anschließen. Okay, ein neuer Bereich. Perfekto. Alter, das da links wird bestimmt sehr hügelig. Oh, Stiftstufe 2, Drohnen und Singularität. Oha! Oh, ein bisschen was los hier, hä? Huh? Und wir sind drin. Ich beginne die Tests vorzubereiten. Und du wartest auf Nachricht vom Haku. Lass mich raten, ihr kommt gerade direkt jetzt. Vielen Dank, Sir. Jetzt kann die letzte Testphase der Bots beginnen. Ich habe sie selbst entworfen. Ich hoffe, dass sie die Last etwas mindern können. Im Gegensatz zum menschlichen Boden gibt es keinen Leeresturz, wenn einer ausfällt. Vor dem gestrandeten Tod waren Wissenschaftler besorgt darüber, jemand könne eine KI programmieren, die klüger wäre als jeder Mensch. Aber dazu kam es nie. Maschinen verursachen keine Leerstürze. Sie sterben nicht. Sie haben keine Strände. Wie weit sie sich auch entwickeln mögen, den Tod werden sie nie verstehen wie wir. Und deshalb werden sie uns nie wirklich übertreffen. Begib dich zum Lieferterminal. Ich erkläre dir, wie man die Bots steuert. Und keine Angst, ich behalte von hier aus alles im Auge. Ich stehe doch gerade ein. Ja. Lieferbots sollen einige Aufträge für dich abwickeln. Aha. Nur einfache Allerweltsaufträge. Sieh dir an, was zur Auswahl steht. Okay. Auf schlechten Straßen nimmt von Bots transportierte Fracht leicht Schaden. Nutzt dein Bot aber eine gut erhaltene Straße, stellt er die Fracht wahrscheinlich in besserem Zustand zu. Und okay. Schneller unterwegs ist er dann auch. Bedenke okay. Das, wenn du sie losschickst. Ja, dann mach mal. Oh, was zum... Okay. Ich wäre ja mit dem Konzept einer fliegenden Drohne gegangen, aber... So kann man es auch machen. Jetzt warten wir darauf, dass der Lieferbot sein Ziel erreicht. Momentan gibt es nur einen, aber wenn der Test gelingt, gehen wir zur Massenproduktion über. Dann kannst du sie selbst losschicken. Oh, ich habe mich vertan. Wir konnten noch einen Lieferbot für die Feldversuche zusammenzimmern. Über diesen kannst du frei verfügen. Mhm. Sorry, das Baby jammert wieder. Danke, Sam. Wir sprechen uns später.
Ja, aber was für eine Route geht denn der jetzt? Alle werden von diesen autonomen Lieferbots profitieren. Von den Bewohnern der Städte und Wegposten bis zu den Preppern im letzten Winkel. Aber du musst erschöpft sein. Warum machst du nicht mal Pause? Ich wette, dein Bibi könnte auch eine gebrauchen. Wir kommen gerade von der... Raum. Los. Aber ich hab doch gerade vorhin eine Pause gemacht. Ich bin doch nicht... Ja. Ach so, ja. Jetzt findet vermutlich das Gespräch statt. Den Parat habe ich ja übersehen. Ja, ist klar. In unseren privaten Raum einfach reingehen und dann erstmal duschen. Steht sie so ein bisschen auf uns? Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast geschlafen, als ich hier ankam. Danke für die Dusche. Ja, klar. Hör zu. Ich muss das fragen. Ich habe Dinge gehört. Über dich. Sie lässt sich mit Terroristen ein? Trau ihr nicht. Sie ist bloß eins von Hicks hirnlosen Opfern. Sie ist eine echte Heldin, diese Frau. Sag, Sam, was bedeutet Amerika für dich? Bei meinem Dad klang es immer, als wären wir etwas Besonderes. Der Leim, der alles zusammenhält. Mehr als eine Nation. Ein Symbol der Freiheit und Hoffnung. Wir können das wiederhaben, wenn wir weiter ausliefern und die Menschen verbinden. Das glaubte er. Ich war fertig nach seinem Tod. Da trat Hicks auf den Plan. Gemeinsam können wir Pakete von Küste zu Küste liefern. Damals hatte er westlich von hier ein Monopol. Eine Partnerschaft war für uns beide von Vorteil. Zuerst liefen die Geschäfte auch gut. Doch dann, vor einem Jahr, fingen diese Fanatiker an, Ärger zu machen. Die Schweine haben unser System gekapert. Irgendwie kamen sie an unsere Sicherheitsausweise und damit in die Städte hinein. Und plötzlich lieferten wir Waffen und Bomben statt Medikamente. Und ich ahnte nichts. Wir waren bloß Rädchen in einer Terrormaschine. Hicks steckte hinter all dem. Und zu allem Übel bekam er eine alte Atombombe in die Finger, die ich dann mitten hinein nach Middle North City trug. Willst du sagen, dass... Ja. Ich war es. Ich habe sie hochgejagt. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Ich ließ nichts unversucht, um zu verhindern, dass South North City zerstört wird. Ich wollte die Bombe aus der Stadt schaffen. Doch Hicks war mir einen Schritt voraus. Er hat mich sehr hart bestraft. Manche Wunden, die verheilen nie. Was mir noch an Zeit bleibt, das hat sich der Regen geholt. So, jetzt weißt du's.
Alles ist wahr. Bis auf die ganzen Lügen. Ich schere mich ein Teufel um Bridges oder den Wiederaufbau Amerikas. Aber ich werde Hicks und ein paar Terroristen nicht das Vermächtnis meines Vaters in den Dreck ziehen lassen. Darum bin ich zu dir gekommen. Und? Vertraust du mir? Ich werde für dich da sein, Sam. Du musst mich nur rufen. Das habe ich jetzt aber schon richtig verstanden, dass sie gewusst hat, dass sie die Atombombe transportiert. Ja, ich weiß nicht. Das mit dem Vertrauen. Nö, ich... Was soll denn das jetzt? Okay. Ja, gehen wir wieder raus. Machen wir das nächste. Naja, das kann man schon. Okay, er flüchtet mit einer Waffe. Es wird ja immer spannender. Gut. Hey Sam, dank der neuen Orte, die du ins Netzwerk integriert hast, konnten wir noch mehr Archivdaten retten. Leider habe ich immer noch nichts über die Ursprünge der BBs herausgefunden. Und auf die Dienstakte von BB-28 habe ich gar keinen Zugriff. Ja, ich glaube, das finden wir bald selber raus. Wenn ich dort reinkäme, könnte ich dir vielleicht sagen, warum du diese seltsamen Episoden erlebst. Okay, ich bleib am Ball. Tu du das auch. Jo, Longi. Sam. Ja? Such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Sehr... Dix hat Fragile reingelegt, oder? Wieder heimlich gelauscht. Alles in deinem Handschellenprotokoll. Und mittels des chiralen Netzwerks konnten wir Middlenot Citys Regionalarchiv wiederherstellen. Die Daten stützen ihre Geschichte. Du musst mir nicht sagen, was war es und was nicht. Ich konnte es in ihrer Stimme hören. Der Mistkerl hat sie verarscht. Dann spricht hoffentlich nichts gegen eine Zusammenarbeit. Gute Nachrichten. Der von dir gesandte Bot hat sein Ziel erreicht. Das ging aber schnell. Der Test war erfolgreich. Ich habe noch einen für dich vorbereitet. Nimm ihn als Dankeschön. Ja, Moment mal. Muss ich die dann herstellen und die sind dann weg, wenn ich die weggeschickt habe? Und noch etwas, Sam. Oh. Im Terminal wurde ein neuer Liefertyp hinzugefügt. Deine harte Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Deshalb denkt man darüber nach, künftig einen Premium-Dienst anzubieten. Wieso hab ich davon? Sich freiwillig zusätzliche Beschränkungen aufhalsen? Aber wenn du es schaffst, verbessert das deinen Ruf weiter. Wenn dich also jemand bittet, innerhalb eines Zeitlimits zu liefern, könntest du ein noch niedrigeres Limit anbieten und dir bei Erfolg eine bessere Bewertung verdienen. Wenn du eine Herausforderung suchst, probiere es mal aus. Okay. So, das mit dem Bot. Verfügbar 1 oder mehr. Verfügbar autonome Lieferbots. Standaufträge können autonome Lieferbots zugewiesen werden. Jedem Bot kann ein Auftrag zugewiesen werden. Wenn alle deine Bots bereits Aufträge haben, kannst du einen neuen Auftrag. Ja, das macht irgendwie Sinn. Materiallieferung, Metalle. Ja, mach mal. Kann ich noch einen auswählen? Okay, ich habe nur den einen Bot. Alles klar. Das ist geil. Lauft der jetzt da wirklich? Nö. Okay, kann ich mir selber so einen Bot herstellen? Material, private Schmiedenausrüstung herstellen. Privatraum, schauen wir mal. Nö. Okay. Muss jetzt hier im privaten Raum ausruhen zum Schießstand, da will ich auch nicht.
Schau mal wegen Aufträgen. Aufträge für Sam, Standardaufträge. Bergung. Chip. Okay, Lieferung eines reinen Messgeräts an Wetterstation. Empfindliche Fracht. Ja, ich würde sagen, wir machen die beiden Sachen hier mal. Das erste. Und das da. Okay. Ja, nee, ich brauche eigentlich nichts extra. Ich hab mal alles. Alles umladen. Sind wir ja. Ja, aufbrechen. Gut. Da ist mein Moped. Kann ich mich eigentlich selber liken? Hallo. Nee. X. So. So, du müsstest. Mit dem Aufladen ist auch zu semi-gut. Ein Like von Bibi erhalten. Okay, ist da hinten die Bergung? Mal kurz gucken. Sammeln. Aktuell mitgeführte Frachtstücke. Wo genau soll das sein? Sammeln, nehme in Spalte. Verbinde Saufen und Zitim Miranet. Auftrag ist immer liefere das gerade Messgerät. Sammeln, nehme in Spalte. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da irgendwie nach rechts. Da ist ein Stromgenerator. Ich würde sagen, da bleiben wir mal kurz stehen. Danke für die Hilfe. So, noch ein paar Likes. Oh, das ist beschissenes Gelände hier. Oh, Postbox. What the fu? Ah, da hinten ist eine Brücke. Oh mein Gott, rückwärts. Wenn es da schon die Brücke hat, wird die genutzt. Ja, ja, ruhig gut. Hier drüben! Was ist das hier? Okay. Ich bin jetzt in dem Gebiet, ich muss da mehr so nach rechts. Muss da irgendwie in die Spalte rein. Kann ich da runterfahren? Okay, ich schaue mir jetzt mal den Auftrag nochmal ganz kurz an. Frachtaufträge. Okay. Bringe Chip aus der Spalte. Also, ja, toll. Chip erstmal. Oh. News lokalisieren. Wachturm. War da nicht einer? Ich glaube, es ist schlau, wenn ich mit meinem Fahrzeug draußen bleibe und die Fracht umlade. Ja, da ist der Wachturm. Wir bleiben hier mal stehen. So. So, Fahrzeug ist in der Garage. Abstellen. Klettern, liken. Warte mal, ich will doch eigentlich nur ins Frachtterminal. Ah, nein. Aufzug gewagt, wir können abgestellt werden, indem wir sehen. Klettern, Fahrzeug ins. Terminal aktiv. Nee, okay. Gehen wir erstmal zu dem Turm.
Zudere, macht und benutzen. Aha. Das sind die News. Kletterverankerungen. Ah, da ist der Chip. Sehr geil. Ja, einmal alles kennen hier. Geilo, Matiko, wir wissen, wo der Chip ist. Nicht umfallen. Ja, aber auch nur fast. Ob ich mich da mit dem Seil einfach runterlassen kann? Ausrüstung. Kletterverankerung. Ja. Okay. Und jetzt da runter? Geht das? Oh wow, das war ja... Hat sich voll gelohnt. So, lass mal los. Kannst du den Chip da auch mal bitte nehmen? Okay, Seil nehmen. Und da oben. Yo, ich glaube, das Seil nehme ich wieder mit. So, ablassen. Kletterverankerung abbauen. Hä? Warum machst du das nicht? Ah, da. Abgebaut. Geil! Das war ja easy. Komm, da durch. Und tschüss. Ich glaube, ich sollte hier nicht so schnell fahren. So. Das gehen wir dann gerade mal wieder ab. Danke. Hab Geschenke für euch. So, da liefern. So, bestätigen. Du hast es also geschafft. Ja, war jetzt nicht ganz so schwer. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. So, warte. Kannst du jetzt auf Wunsch deine Zielmarken jederzeit anzeigen lassen? Cool. Ach ja, ich hab was für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Was denn? What the f... What? Gesichtsmuster von V. Okay. Also, pass auf dich auf. Okay. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, Mann. Warte mal. Haben wir vielleicht einen Auftrag, der genau da oben hingeht, wo ich eh hin muss? Nee, das wäre Lake Knot City. Und der alte. Nee, das will ich jetzt nicht machen. Okay, machen wir den Hauptauftrag. So, aber auf der Maschine. Wie kommen wir da jetzt am blödsten hin? Wo ist das? Ach, da oben. Das schaut nach einem voll tollen Gelände aus hier. Wir sind da unten. Können wir da ein bisschen am Wasser entlang fahren? Oder auf den Berg rüber. Irgendjemand ist mal... Was ist hier? Schild. Baue eine Straße. Da hinten. Girale Kristalle. Da ist jemand hingelaufen.
Oh, da geht's voll nach unten hier. Also das ist keine Option da. Da will aber eine Straße hier rüber bauen. Schwierig. Ja, dann, mal schauen, dass wir irgendwie was alle Markierungen entfernen. Dass wir hier irgendwie so fahren. Dann hab's geklappt. Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist der Wachturm. Wie komme ich zu dieser Brücke da hinten? Da geht's nicht weiter. So eine Geländeoption wäre jetzt nicht schlecht. Komm, schaffst du es. Und da hinten soll eine Brücke hin. Warte mich auf ihn zusehen. Hallo! Nice. Hallo, hallo! Und danach links. Was haben wir da? Blaue Fracht, Maschinenteile. Machen wir später. Okay, Generator. Ja, geil, Regen, oder? War ja klar. Da komme ich nicht. Irgendwo da links vielleicht lang. Echt jetzt? Okay, da scheint es ein bisschen besser zu sein. Ja, na komm, fahr raus. Ja. Super geil. Mann. Das ist auch noch in so einem beschissenen Gelände, ey. Mal kurz auf die Karte schauen. Kann ich das irgendwie umgehen? Ah, ich denke, ich kann mal versuchen, hier weiter nach unten zu fahren. Also, wir sind ja da nach links. Ich hab da kaum Bock jetzt auf die GDs. Komm, fahr da rüber. Okay, da vorne ist jetzt auch wieder einer. Lass mich bloß in Ruhe. Alter, komm. Fahr. Was denn? Ach so, cool. Wie bin ich dann wohl los, mein Herr? Sag mal, es gab doch irgend so einen komischen Geländemodus, oder? Ich muss jetzt mal schnell in der Steuerung nachschauen. Aufträge, oder war das im Handbuch drin? Tipps, Steuerung, Bremsen, Ab- und Aufspringen, Kamera bewegen, Boost, Beschleunigen, Geländescan. Nee, gab's nicht. Oh, das Ganze wieder zurückfahren. Vielleicht auch nur beim Wasser geblieben.
Komm, du schaffst es. Ja, super. Das sieht aus wie eine Sackgasse hier. Komm, jump. Yes, geil, hat funktioniert. Jump. Oh, ich glaube, wir gehen jetzt mal hier so rauf. Karte, wo sind wir? Ja, wir sind jetzt ungefähr auf der Höhe von dem Ding da. Da geht es einen Fluss rauf. Ich glaube, dem werden wir mal ein bisschen folgen. Wenn wir da halt irgendwie hinkommen. Ja, das ist absolut cool, was ich da mache. Ja. Rückwärts. Ich muss da weg. Komm. Rauf. Scheiße. Komm jetzt. Können wir mal das Wasser kurz scannen? Das ist nicht zu tief, aber wie komme ich jetzt so rüber? Wie kriege ich jetzt mein Motorrad hier wieder... Hey, ich will das nicht zurücklassen. Okay, ich konnte mich befreien. Oh, da könnte ich jetzt vielleicht auf die andere Seite rüber. Okay, Verbindung verloren, das ist mir egal. Hauptsache, ich komme jetzt hier irgendwie rauf. Und weg von diesen beschissenen Steinen da. Es ist eigentlich eh gut, dass ich das Spiel nicht zu Release gespielt habe. Sonst wären die meisten Straßen ja noch gar nicht da gewesen. Oh komm, du schaffst es. Darauf. Okay. Was ist das für eine dicke Anlage? Sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Oh, Gott sei Dank. Das ist doch schon. Ah ja, da ist der Eingang. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Warum konnte ich da nicht rein? Alle Waffen sind während des Aufenthalts. No vehicles allowed. Oh, Spaßverderber. Ja, komm, geh. Moin, habt ihr Geschenke für euch? Kostet aber extra. Bei dem Weg da hier. So, dreh. Das Messgerät, das du gebracht hast, wird viele Leben retten. Lass es mich kurz inspizieren. Wow, großartig. Es ist in perfektem Zustand. Vielen Dank. Nice. Ah, spezielle Legierungen können jetzt in allen... Okay, alles klar. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Immer gerne. Neuer Strang verknüpft. Okay, TCK Stufe 2. Wir können jetzt den Lastenschweber bauen. Den habe ich schon mal in einem Video gesehen. Mit lokalen Daten Wetterstation können die Blütezeitkurve Daten einer Zeitregen Unterstand.
Schutzhütte. Und Wetterbericht. Oh, wie geil. Alles klar. Sie haben dir sicher erzählt, dass diese Wetterstation vor dem gestrandeten Tod gebaut wurde. Bridges 1 hat sie repariert. Leider ist vor einer Weile durch chirale Interferenzen der Kontakt zu unseren Wettersatelliten abgerissen. Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Mach's gut. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie dem Strand in gewisser Hinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiraliumwerte und diese zu messen ist eine der Hauptfunktionen des Cupids. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir vorhersagen, wo und wann der nächste Zeitregen fällt. Ohne das chirale Netzwerk könnten wir nur raten. Oh, und dank deines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handschellen den Wetterbericht ansehen. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das sollte dir bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus im Auge. Nicht allzu weit von Sasma City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Gute Arbeit, Sam. Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Ja, das haben wir gerade schon gehört. Okay, das will ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen. Auf deinen Handschellen kannst du dir jetzt den Wetterbericht ansehen. Das sollte dir unterwegs... Ja, das wissen wir schon. Also er... Hä? Der Wetterbericht, Wind und Zeitregen. Blaue Bereiche kennzeichnen Zeitregen. Der Pfeil zeigt Windgeschwindigkeit und Windrichtung an. Okay. Ah. Das ist ja wirklich am Wandern. Ich dachte, das wäre fix. Und da hat es ein Gebiet, da ist es irgendwie, so wie es ausschaut, Dauer an. Und da wandert's. Okay, sehr cool. Aber, muss mal schauen, ob die Gebiete da teilweise jetzt gleich bleiben. Aber Informationen erhältst du an einem Lieferturm. Ja, okay. Aufträge annehmen. Bot haben wir nicht. Aufträge für mich. An Zeitregenfarben. Bau Schützhütte. Okay. Kann man machen. Und Lake Not City. Kann man was zurückbringen. Ja, okay. Und dann noch an Zeitregenfarben irgendwas hinbringen. Alles klar. Dieser Auftrag erfordert den Transport schwerer Fracht. Es könnte also schwierigerweise ihn zu Fuß abzuschließen. Die Benutzung eines Lastenschwebers oder Fahrzeug wird empfohlen. Ja, möchte ich. Dein TCK hat jetzt eine Zeitregen-Unterstandoption. So bekommen du und deine Fracht nichts ab, bis das Wetter besser wird. Aha, okay. TCK. Glückwunsch, Sam. Dein TCK so... Ja, das haben wir doch gerade schon gehört. Sam, ich habe den Plan für eine Schutzhütte in deinen TCK geladen. Ja, ist ja gut. Ja, probier's. Weiter. Nein. Okay, Lastenschwebe. Oh, ja. Danke. GCK Stufe 2. Da haben wir im Besitz... Und wurde die 1. Ja, haben wir jetzt da... Ach, der Lastenschwebe kommt jetzt auch mit. Der Behälter ist mit Warg gefüllt und steht unter Druck. Wenn er zerstört wird, tritt Gas aus. Aha. Was schlecht für dich und alle in deiner Nähe wäre. Deswegen ist es zwingend erforderlich, dass die Fracht intakt bleibt. Pack sicherheitshalber mehr Reparaturspray ein.
Falls du dich wunderst, Vork ist für unsere Forschungsarbeit unverzichtbar. Liefere es sicher aus. Vielleicht trägst du damit zur Erfindung neuer aus. Sind wir jetzt zu voll? Kann das sein? Fracht automatisch. Am Anzug befestigen. Okay, können wir das mal bitte automatisch machen? Okay, die Sachen sind am Boden. Wir haben einen Lastenschweber. Haben wir, also haben wir Weizensaat. Ich brauche ein Reparaturspray. Oder mache es ohne. Spezielle Legierung. Ach, ich brauche auch. Wo ist das der Lastenschweber? Lastenschweber. Was kann ich mit dieser machen? Abladen. Das heißt, wir starten es erstmal kurz so, aufbrechen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwer. Wir gehen jetzt erstmal da zu dem Motorrad und tun mal ein bisschen umladen. Sam, du benötigst mehr chirale Kristalle. Los, fang an zu suchen. Wenn du die nötige Menge beisammen hast, stelle die Schutzhütte am Bauplatz fertig. Warum kann ich da... Wenn ich eine Schutzhütte benötige, Material, chirale Kristalle, spezielle Legierung 2400. Warum kann ich bei dir da nichts draufladen? Finde ich jetzt gerade ein bisschen uncool. So, dieser Lastenschweber. Wo ist der? TCK. Na, ich will jetzt keine Leiter. Aktiv, ne. Hä? Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Ich hab den doch mitgenommen gehabt. Okay, warte mal. Material nehmen. Der Warte spinnt. Ist der jetzt hier drin? Lastenschweber. In der Hand tragen. In der rechten Hand. Bestätigen. Und hier wieder raus. Also. Was? Nein! Schweber befestigen, X. Schweber lösen, Frachtmenü öffnen. Fracht verwalten. Irgendwie das Schwerste da irgendwie umladen wäre natürlich irgendwie geil. Ist da auf Schweber. Hand. Wieso kann ich da nicht mehr drauf machen? Achso, warte mal. Da, so. Auf Schweber laden. Hat man schon mal zwei. Bestätigen. Machen wir das noch mit den anderen hier. So, geht es nochmal. So, Frachtmenü. Bin da bleiben. So. Das da. Auf Schweber. Das da. Auf Schweber. Ist jetzt da alles drauf. Viermal. Okay. Spezielle Legierung. Kannst du auch auf Schweber? Ja, das geht. Okay, ich glaube, dann sind wir erstmal gut versorgt. Ja, passt. So, und der kommt jetzt einfach mit, oder wie?
Kann ich dann auch mit dem Motorrad fahren und das Teil kommt mit? Nee. Ernst jetzt? Wenn du irgendwann rankommst, dann geht das wieder runter. Wow, das ist ja aber hart nervig. Aufschwieber. Aufschwieber. Wow. Okay, also nirgendwo rantatschen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schauen dann in der nächsten Episode mal weiter. Dann machen wir diese Schutzhütte. Und dann werden wir hier nach unten reisen. Das ist bestimmt toll. Wer da ist, ein Wachturm. Ich glaube, bei dem sollte man als erstes hingehen. Und da gibt es auch schon eine Reiseroute hier. Zumindest so annähernd. Und ach, da. Da müssen wir die Schutzhütte machen. Deswegen sind die Leute unten hin. Okay. Wird eine tolle Wanderung. Sehe ich jetzt schon. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch eine gute Reise auf der Wanderung. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.